Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Mein Name ist Glabur und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir hin müssen. Ja, ich stehe heute ein bisschen unter... wie soll man das sagen? Unter ein bisschen unter Zeitdruck. Grenzland Schnellreise, jawohl. Werden wir machen. Ja, irgendwie... hänge ich ein bisschen hinterher mit meinen Aufnahmen. Nach Grenzland reisen, wirklich nach zum Grenzland reisen. Ja, ich gehe da mal von aus, dass das richtig sein wird. Ja, wir benutzen ja, oder ich versuche ja immer so schnell wie möglich nur, oder ich versuche ja nur die Hauptmission wirklich zu machen. Ja, aus dem Grund, da ja andere mit dem Spiel zum Beispiel schon fertig sind oder so. Ihr könnt ja mir auch mal einen Comment schreiben, ob ich bestimmte Nebenmissionen nochmal machen soll später. Kann ich gerne machen, null Problemo. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen dahin markieren, jawohl. Das sind 1200 Meter, das ist ganz okay. R-Taste. Hey. Und da ist das Pferd. Ach Quatsch. So, sitz auf, du alter Zosse. Ab geht's, volle Pulle durch den Wald. Was ist das denn da? Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier... ah, wir haben sowieso gar keine Pfeile mehr. Halt an. Okay, wir sind gefährdet auf jeden Fall. Also müssen wir am besten Querfeld ein und die Wachen hinter uns lassen. Jetzt bin ich, hoffe ich, dass er hier durchreist. Oh. Ich fasse es nicht. So ein dusseliges Ackergaul. R drücken. Oh. Ich vergesse es immer, dass ich den festhalten muss. Noch ein bisschen weiter laufen. Ein Hirsch haben wir entdeckt. Hirsch! So, jetzt haben wir unser Pferd endlich wieder. Ui! So, weiter geht's. Der Hirsch ist mir egal. Ich will die Hauptmission hier weitermachen. Ich hoffe jetzt nicht, dass uns hier irgendwelche Soldaten gleich kommen. Dann haben wir nämlich ganz schön die Arschkarte heute. So. Na, ihr lieben Bauern, machen wir mal hier euer Feld kaputt. Ach du Scheiße, hier. Da reitet er mit sich auch nicht durch. Ah, das sind doch keine Pferde, das sind Zustände. Ich überlege, ich glaube, ich wäre mit dem Laufen genauso schnell. Oh, guck mal da, ein Riesenbulle. Und... ja, meiner. Hauten. Häuten. So. Das Pferd ist irgendwie doch hinter uns hergekommen.
So. Oh, da sind Feinde. Oh, 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 oh. Hops. Hops. Sind wir hier nicht als Junge rumgeklettert? War das nicht hier? Ich glaube schon. Na, wir werden mal absetzen. Den Rest gehen wir mal zu Fuß, würde ich sagen. Oh, jetzt regnet es auch noch. So ein Mistwetter. Ja, wenn die mir jetzt schon über den Weg laufen, dann werde ich mal ein paar töten. Vielleicht kriegen wir da jetzt endlich mal irgendwas für. Wir werden weiterlaufen. Sei ja nur, wenn die uns über den Weg laufen. Okay, da müssen wir hin. Mein Gott, ist das ein Regen, Leute. Alter Schwede. Komm mal, weißt du, fallen lassen muss ich dann da drücken, statt runterhüpfen. So, da haben wir es endlich geschafft. Mission starten. Ab geht's. Wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei, Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Okay. Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab dem Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir, dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand. Doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Hohoho. Klare Worte. Klare Worte, die er wirklich zu seinem Vater und zu den anderen wirklich gesendet hat.
Sie sollten nicht den Boden berühren. Oh, wieder so ein Bug. Ja, ja. Zu langsam. Klare Schusslinie. Könntest du laufen? So, jetzt ab zum Dorf. Wir haben es doch geschafft wohl. Da lang, du alter Zosse. Mama mia. So, da haben wir es geschafft. Donnerwetter. Action pur. Radun Hagedu. Sachewe. Nexi Ohnujera. What can you do? You wet the got tiga oya lungwe. I is an ass again. Unka giga oya lungwe. They only good jets, Charles Lee. Luana dupa. Yasagoya dunhawe. Gonna dogu dano dokara ni hardy. Ahoda. Vertreiben unser Land. Ja, ja, das kann ich vorher. Und der dann die Desatniku, Hare. Ja, Kontakt des Aduhundani, ne Giga, ne Ayagoderio. Ohne Fia Staga, die Dumzong, da geht das. Ich muss sie aufhalten. Zeitlimit für Aus- und Patrouille. So, hier habe ich noch eine Schnellreise. Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge bei Assassin's Creed 3. Mein Name ist Glabur und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ilaui.